Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir mal, was von jetzt bis Mitte Oktober ungefähr für euch wichtig ist, was da so auf euch zukommen kann, worauf ihr achten müsst. Und es ist eine allgemeine Legung natürlich. Dementsprechend nehmt mit, was resoniert und was nicht resoniert. Lasst ihr für jemand anderen übrig. Wenn es resoniert, dann macht es absolut Sinn, Aszendent für Gefühls- und Beziehungsthemen auch noch Mond Venus mit anzuschauen. Playlist wird am Ende des Videos oben rechts eingeblendet. Da klickt ihr einfach drauf, sucht euch Aszendent Mond Venus raus und schaut euch das auch noch an. Erst dann habt ihr wirklich alle Informationen. Erst dann wird ein komplettes Bild daraus. Persönliche Legungen im Oktober sind buchbar unter dem Link in der Videobeschreibung. Da einfach mal draufklicken und schauen, ob das was für euch ist. Meine Lieben, genug gequatscht, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Wassermänner und fragen, was ist jetzt wichtig, was müssen die Wassermänner bis Mitte Oktober wissen? 7 der Stäbe. Hier ganz klar eine Zeit, wo ihr aufgefordert seid, für euch einzustehen, ja, auch in eure Mitte zu finden, Zeichen zu empfangen. Vielleicht macht ihr auch mal eine Chakrenreinigung oder sowas. Das wäre eine gute Zeit dafür, euch wieder wirklich auch in Balance zu bringen, in die Mitte zu bringen und in das Gefühl zu bringen, vor allem, dass Menschen, die bis dato vielleicht eure Grenzen überschritten haben, wo ihr Vorwürfe bekommen habt, wo ihr euch ständig in der Rechtfertigung wiedergefunden habt, wo das dann mit aus eurem System gefegt werden kann. Ja? Hört da in euch rein, meditiert, macht eine Chakrenreinigung. Ich habe auch eine Chakrenlegung hier. Schaut also in eurer Wassermann-Playlist da mal durch die Videos. Da gibt es eine Chakrenlegung. Vielleicht ist das noch was, was euch helfen kann. 5 der Münzen auf dem Kopf. Ihr werdet einen Schlüssel finden, sobald ihr das gemacht habt. Ein Schlüssel zu euch selber. 2 der Kelche. Die Versöhnung. Endlich wieder das Auftanken. Den eigenen Wert spüren, auch den eigenen Körper spüren. Ja. Es gibt hier einige von euch, die haben hier die Möglichkeit mit einer kleinen Investition, das kann sein, dass ihr dann wirklich sowas wie eine energetische Heilung vornehmen lasst von jemandem, ne? Irgendwie so eine Reiki-Geschichte. Es kann sein, dass ihr aber selber auch in so eine Art Coaching investiert oder in ein Buch, also irgendwas, was euch näher zu euch bringt. Es gibt hier aber auch die Möglichkeit, dass einige von euch sagen, okay, im alten Job, das läuft hier so nicht, ich habe da keine Lust mehr, irgendwie der Depp vom Dienst zu sein. Und dann on top auch noch nicht gewertschätzt zu werden, sondern ich mache jetzt was Eigenes und es kann sein, dass ihr hier was mit jemandem was zusammen macht und das ist wirklich, das sieht hier sehr bereichernd aus, wie gesagt, das kann ein kleiner finanzieller Aufwand sein, aber das ist jemand, mit dem seid ihr auf Augenhöhe, mit dem schwingt ihr gleich, da stimmt einfach die Wellenlänge, die Chemie. Kann auch sein, dass ihr hier jemanden kennenlernt, der nicht aus eurer Stadt, aus eurem Land ist, der euch da ein Angebot macht. Und da ist sie gefallen. 3 der Stäbe, ja, die Fülle, aber auch das Ausland. Hier werden Entscheidungen getroffen und hier wird der Magier, die Selbstständigkeit, die Manifestation, alles, was ihr euch wünscht, könnt ihr erreichen. Das ist hier die Grundvoraussetzung, in euch reinschauen. Da mal Hausputz halten in euch selber und vor allem nicht jeden Mist fressen, den man euch da hinlegt. Ja? Das ist hier absolut angesagt. Energetische Reinigung, den Kopf klar kriegen, Atemmeditation etc. pp. Der Magier, die 3 der Stäbe. Es kann auch sein, dass ihr euch, dass ihr irgendwie an einem Gewinnspiel teilnehmt und eine Reise oder sowas gewinnt. Oder aber tatsächlich, dass sich hier ganz neue Möglichkeiten auftun in Sachen Selbstständigkeit, wo ihr aus einem anderen Land vielleicht Produkte bezieht oder netzwerkt. 8 der Stäbe, die guten Nachrichten, auch die überraschenden Nachrichten, ja, möglicherweise auch wirklich hier wieder von weiter weg erreichen euch. Das können auch Zusagen sein
was haben wir denn hier für Zusagen liegen? Ja, Zusagen für eine bessere Position. Ein Urlaubsantrag wurde genehmigt. Stunden, Überstunden werden ausbezahlt. Es kann auch sein, dass ihr hier irgendwo jemanden kennenlernt und das auch wieder nicht irgendwie in eurer Nachbarschaft, sondern auch ein bisschen vielleicht in der Nachbarstadt, auf jeden Fall nicht bei euch zu Hause, mit dem ihr Kontakt aufnehmt. Das kann auch übers Internet sein, ja, aber wo hier eine neue Liebe möglich ist. Das ist wirklich, wirklich toll. Das gefällt mir hier sehr, sehr gut. Wenn euch das auch gefallen hat, dann schaut euch ergänzend dazu Aszendent Mond Venus an. Und lasst es mich wissen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert sehr, sehr gerne den Kanal. Und dann wünsche ich euch einen wundervollen Oktober, liebe Wassermänner. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.